Hallöchen und damit willkommen zu einer neuen Folge LS22 Hot Laurent. Ja. Wir sind fleißig hier bei der Aussaat, fleißig bei der Rapsernte. Rapsernte, aber Rapsbestellung. Und ja. Da machen wir auch weiter. Noch eine Steuer, nämlich Hardcore auf Ostern zu. Also das heißt ja schon ein paar Tage. Karfreitag darf ich arbeiten. Ich hoffe, dass wenigstens ihr dann am Ostern schöne Ostertage verbringen könnt. Und ja, also wir haben noch gar nichts so groß geplant. Wir machen das eher dann so individuell. Schauen einfach mal, was sich denn da schönes ergibt. So. Hey. Dann würde ich mal sagen. Abfahrt. Aber unser zweiter Helfer, der ist heute auch schon fleißig dabei, noch mit dem zu walzen. Das heißt, wir können dann schon mal unseren dritten Trecker holen. Der steht zwar hier hinten. Ich warte immer noch hier auf die Analyse. Keine vorhanden, warum auch immer. Aber den hier können wir schon mal da liegen lassen. Dann werden wir nämlich dann unseren Unkrautvernichter benutzen. Unserer Spritze. Und werden wir dann ein wenig unser Feld damit besprühen. Hoppala. Wichtige Sache sind mir eigentlich hier noch bei dem Milchviehbetrieb aufgefallen. Und zwar brauchen wir ja noch so Unterstände. Stroh für Silage. Also Silage haben wir ja. Aber Quaderballen. Vor allem für die Futtermischration. Heieiei, da ist ja heute auch wieder was drin, ey. Ja, für die Futtermischration. Und zwar haben wir ja das Problem, dass ich ja noch die für die Kühe das Rezept fertig habe. Ah ja, ja, jetzt hat die Schaufel, also ihr habt ja gerade den Radlader gesehen, der Radlader hat die Möglichkeit, eine begrenzte, also dass ich ihn begrenzen kann, was das Lumen betrifft, wie viel er da laden soll. Und es gibt halt gewisse Sachen, oder sagen wir mal, Produkte, das war das jetzt, gewisse Produkte, die ich nur auf 1000 Liter beschränken will. Ja, also wir reden hier von, keine Ahnung, einer Futtermischration von 20.000 Liter oder ich, in dem Fall gehen ja 26.000 Liter da rein. Und da muss man ja auch gucken, wie man das Ganze da ein bisschen variieren kann. Also ist ja auch nicht ganz ohne. So. Sobald die erste Wachstumsphase fertig ist bei den Feldern, müssen wir dringend dann auch mit unserer Düngermaschine darüber rennen. Also da wird halt schon wieder in den kommenden Tagen richtig Action geboten. Ah, da bin ich mal gespannt drauf. Ja, also wie gesagt, das ist so das, was man hinabbaut. Oder hinarbeiten, weil auch wenn ich hier jetzt noch ein bisschen Reserve habe, ist jetzt das meiste alles, was für die Schafe da drauf sind. Also heißt es auch ein bisschen neue Produktion zu starten. Und ja. Neue Produktion. Sagen wir mal neues Geld zu investieren. Ich weiß gar nicht, habe ich überhaupt noch Schulden? Gut.
Der Mann hat voll keine Ahnung. Nö, keine Schuld mehr. Das ist gut. Das ist gut. So, dann koppeln wir den. Den Mann. Oh, der hat noch drauf. Das ist gut. Das ist sehr gut. So, fahren wir ein Stückchen vor. Genau. Dann tun wir unsere Felder gleich mal ein bisschen besprühen. Dass das Ganze nämlich da auch gleich. Genau, dann kann man da auch schon mal was loslegen. Ja, manch einer wird sagen, mach's lieber nicht, striegel lieber. Ja, das Striegeln, das ist alles schön und gut, aber zeug ich Geld und Sprit haben wir fast nichts mehr. Also da muss man uns nämlich auch mal ein bisschen Gedanken machen, wie das nämlich dann weitergeht, ne, das Ganze. So. Genau. Was wird das denn hier? Du denkst doch selber nicht, dass wir jetzt da. Passiert. So. Ja, irgendeine Taste macht die auch noch ein bisschen talatala. So, dann Tempomat rein. Ab geht die Gitterhobel. Ist echt ziemlich teuer, aber ich dürfte mal vermuten. So passen dürfte. Ja, da haben wir halt echt volle Action drin. Das gefällt mir. Ja, das siehst du, das könnt ihr mal sehen, dass man auch selbst Hand anlegen muss. Aber es passt ja. Aber was soll ich sagen? Da kann ich euch noch ein bisschen. Noch ein paar Storys erzählen. Und, ach, ich habe ja schon gedacht, dass. Ach, was soll man schon sagen? Wenn andere einem das Leben halt schwer machen. Das braucht man halt wirklich, ey. Ist halt ziemlich nervig, sag ich mal. Oh, perfekt, der hat ja einen Sensor. Wenn der hochgeht, das ist eine schöne Sache. Aber ja. Nein, worum es mir eigentlich geht, ist einfach, ich versuche ja gerade momentan wieder, oder ihr wisst, ich arbeite den Videos und versuche da wieder was Neues auszuprobieren. Und ja, deswegen bin ich auch gerade dabei, ja. Unabhängig von den Streamchen halt. Gerade weil man halt, ne, ihr wisst ja, ich zocke momentan sehr viel LFM und das sehr viel Auto Assetto Corsa Competizione, was mir auch sehr mega Spaß macht. Es ist auch was Tolles. Da hat man eine große Community, aber ich muss mir auch Gedanken machen, inwieweit ich auf dem Kanal halt
was Maida machen möchte, ne? Was brauche ich, was mache ich, was will ich, Meine Kollegen kurz vorbeilassen. Fährt kein Bogen rein, okay. Macht ja nix. So. Ja, und gerade macht es halt Spaß, aber ich will halt auch nicht wirklich so die Videos verpassen. Deswegen habe ich gesagt, lass mal das gerade mal das Format so wie es ist. Wir werden halt mal gucken, wie weit es halt mehr halt los ist, ne? Dass mein Stream auch mal wieder LS zocken oder so, das ist klar, ne? Aber das ist so, meine Freundin ist halt gerade bei mir, Privatleben halt so und so, ne? Da versuche ich momentan gerade ein schönes Mittelmaß zu finden. Soll natürlich kein Mimimi sein. Soll natürlich sein, hey Leute, ich versuche da gerade was. Und mal gucken, wie es halt geht. Ne? So, hoppala. Warten wir, bis er vorbei ist. Weil theoretisch sollte es ja geklappt haben. Ne? Und Kraut weg, jawohl. Ertrag. Ja, trotzdem. Trotzdem brauchen wir da noch ein bisschen was. Das wird ja nicht gehen. So. Bestimmt ist der Anna schon fast fertig mit seinem Ansehen. Aber so hat man auch wieder, finde ich, schöne Aktivität. So, und dann folgen wir dir jetzt einfach mal. Ach, guck dich mal vor allem das. Ist das der Schimmer zu blau, gell? Die Farben oder spinne ich? Ich gucke nämlich gerade auch mal auf die Aufnahme. Das sieht so richtig so bläulich aus, ey. Nicht schlecht. Die Karawane zieht weiter. Ja. Ich muss auch sagen, dass ich gerade die Woche jetzt für LFM erstmal ein Training einlegen muss, also quasi für gewisse Strecken. Auch wenn am 16.04. das nächste Community-Rennen ist, ist es doch bei mir auch so, dass ich doch schon noch ein bisschen mehr Training brauche dafür. Ja, ich meine, man hat es bei Misano gesehen, Leute, es ist ein ja, sehr schwer an der Sache. So. Und deswegen habe ich gedacht, also ich werde jetzt auch erstmal mehr trainieren. Klar, wird man schon ein bisschen zusammenfahren, aber ich glaube auch das Training mit anderen im Stream hat natürlich mehr was davon. Also dass ihr da auf jeden Fall auch Bescheid wisst. Weil das Engagement habe ich, klar, mit dem Rig, was ich jetzt benutze. Aber ich will auch irgendwann die Baustelle hier fertig haben, weil wir haben bis bald April. Das heißt, auch da gibt es bald wieder Geld. Ein paar Tagen. Und da freue ich mich auf jeden Fall mal drauf. Da kenne ich mich auch schon die ersten Sachen abhaken. Zumal der meiste Teil auch schon per Vorauskasse unterwegs ist, aber ihr wisst halt, wenn du was brauchst, musst du dafür auch arbeiten. Das ist halt so. Als eigenzeitig. Vielleicht war das damals mit dem
Ja, dem Fanatec-Video ein bisschen zu falsch angesagt, auch gerade wofür ich mich entschieden habe. Aber naja, im Endeffekt sind ja auch damals ein paar Leute drauf reingefallen. Naja, aber ja. Langjährige, wie ich es finde, aber dennoch etwas, naja, komisch halt. So, ich warte jetzt mal, bis der da wieder runtergefahren ist. Dann sehen wir uns dann nämlich gleich wieder. So, da ist er auch schon fertig. Kann man mich gleich mal wieder weiterfahren. Perfekt. Ja, also ich habe mir gerade mal überlegt, ne, wie ich gesagt habe, ich mache hier gerne meine Streaming-Ecke fertig und die Streaming-Ecke, ja, brauchen halt noch so auch was der Rechner kann. Ne? Also wir reden hier dann von zwei Bildschirmen, die ich dann halt noch weiter benutze. Vor allem gerade wegen dem Streaming, dass ein bisschen effizienter läuft. Ne? Und da wäre auch so die Rückmeldung mal an euch oder die Frage an euch, ne? Wie ihr das da machen werdet. Ich meine, auf dem Tisch eine Halterung, wo ich zwei Bildschirme dran machen kann. Und aber noch einen größeren Bildschirm für das Zocken, so wie ich es jetzt gerade halt quasi momentan habe. Also, das Rig ist ja quasi auf der rechten Seite, vielleicht haben wir da dann die Möglichkeit. Weil ich will das mit, dass ihr die Möglichkeit quasi habt, per Command, ne, oder per Kanalpunkte einfach mal umzuswitchen, weil ich dann wieder mit mehreren Kameras arbeiten will oder möchte, um ja, Equipment. Das ist so quasi mein Gedanke und da brauche ich halt noch ein bisschen Zeit. Ja, aber das ist so die grundlegende Idee, gerade vor allem, was macht man da so, was hat man so Aufgaben, vielleicht auch gerade hier im LS, wenn ich dann so wie bei ETS das dann so einrichten kann, so eine Aufgabe erstellen kann. Aufgabenliste. Und da einfach irgendwas Digitales halt dabei ist. Weil es ist halt so, ja, werden zwar so kleine Spielereien, aber für mich, wo ich sagen könnte, dass halt mehr Aktionen im Stream halt sind. Ne? Also das ist halt so meine Vorstellung. So, dann sehen wir uns gleich weiter, wenn der dann fertig ist mit seinem Walzen. So, da können wir schon wieder hinterherfahren. Ei, ei, ja, dann das andere Thema, was ich für noch einen realistischen Mod benutze, und zwar ist das manuelle Ankoppeln der Güllschläuche oder diesen deren Dünger oder Pflanzenschutzmittel, die ich da benutze. Und mit diesem Anhänger ist es auch möglich. Allerdings habe ich bei Kornab auch mitbekommen, dass das ja in einer gewissen Weise mit eine Liste gibt, welche Fahrzeuge standardgemäß oder als Mod mit dazu bekommen. Und das schauen wir uns einfach mal das mal, weil ich brauche ja auch bald wieder welches. Aber mir ist halt wichtig, dass ich jetzt endlich mal, ja, wie oft erwähnt, die Analyse für die Bodenproben für Feld 26 bekommen, weil daraus machen wir nämlich dann unser Häckselgut. Maishäckseln. Das heißt, da werde ich auch zeitnah dann ein kurzes Shortcut-Video machen und wer möchte, kann dann da auch dann mal mitmachen, wer dann Lust hat. Als Abfahrer quasi, ne? Dass ihr da mal Bescheid wisst. So. Oder wenn jemand Lust hat, dort mitzumachen. So. Dann holen wir uns mal gleich mal die nächste Bahn. Bis uns der Kollege da fertig ist, ne? So, da ist nämlich auch schon der Kollege fertig. Seiner vorletzten Bahn.
Da kann man auch nochmal ein schönes Dankeschön sagen. Ja, ich habe tolle Mitarbeiter, die können das. Die können das wirklich. Ich bin auch immer wieder fasziniert, was für ein schöner Trecker das ist. Von Klaas. Also. Ja, ich weiß, wenn es Klaas wäre, ihr wisst ja, aber trotzdem. Schöne Sache einfach. Je kleiner, umso feiner. Und umso größer, ja. Das Ziel halt immer noch den Xerion da ranzuschaffen. Schöne Sache, auf jeden Fall, schöne Sache. Genau, die hat auf jeden Fall. So, und dann geht er nämlich jetzt auf Feld 38 bis 49. Dann kann er nämlich dort nämlich gleich seine dort drüber gleich weiterwalzen. Für nächstes Jahr auf jeden Fall. Haben wir es nämlich richtig auch gepackt. So. Gut. Weil ich finde nämlich auch die Erträge, wie viel wir da rausbekommen pro Hektar. Oder pro Kubik. Das ist nämlich, ja. Es wird nämlich ein Haufen Arbeit. Aber es freut mich umso mehr. Manchmal muss man halt ein bisschen mehr arbeiten, manchmal weniger. Das schauen wir halt einmal. Zumal mal noch den Lohner noch da drin habe. Lohnaufträge um ein paar. So, fertig, um ein bisschen Geld zu bekommen, aber ja. So. Also muss der Kollege warten. Dann ist es halt so. Dann können wir unsere Arbeit wieder verrichten. Und weiter. So, Pflanzenschutzmittel ausbringen. Ich auch so zum ersten. Ja, die Länge wird, die Folge wird heute ein bisschen länger gehen. Aber auch nicht allzu lang, aber. Wir haben uns ja mal auch mit dem Winzer gesprochen, ne? Also den Winzer, den werden wir auch machen mit ein paar Traktoren, aber da werde ich mir noch ein bisschen Informationen holen, vor allem gerade was Arbeitsgeräte. Ich möchte das natürlich, so natürlich ist es gar nicht, aber ein bisschen schöner gestalten. Und deswegen wird man auch ja was Produkte, also wir werden mehr Rohstoffe arbeiten, jetzt erstmal mehr Feldarbeit leisten, auch in den nächsten Streams, die ich geplant habe, in den kommenden Tagen. Ja, ein paar Lohnaufträge einfach machen, egal wie lang das da halt so ist. Und ich schieb die dann einfach so zwischen die Playliste oder in die Playliste von der Hauptbelleron einfach mal rein. Und für die, wo sich das gerne dann nach und nach angucken möchten oder einfach so Spaß daran haben, Fragen haben, dann gerne auch drunter schreiben können oder sich das anschauen können. Ne? Also mehr ist es ja nicht. Also ich möchte mir halt schon ein bisschen Zeit lassen bei dem Ganzen. Also hat man nämlich auch seinen Spaß zusammen, da ein bisschen was Vergleichswerte zu finden. Oder mal gucken. Dann schauen wir mal. Ja, also wie gesagt, für die Videos an sich habe ich von Folge 45 bis 55 schon was geplant. Und die werden jetzt halt dann dienstags rauskommen. Also ein Video-Upload-Plan.
Und falls da mal wir weiter sein sollten, ist halt so die experimentell halt die Folge eine kleine Wiederholung. Ist ja auch nicht schlecht. Hat natürlich auch was dabei, dass vielleicht ich noch von jemand anders was lernen kann oder im Chat halt. Ne? Das ist halt so, ja. Man lernt ja nie aus, ne? Ist ja auch gerade das Schöne dabei. Aber es freut mich auf jeden Fall. Wir haben 13 Grad. Das ist auch interessant. Aber es passt. Das passt auf jeden Fall. Ich hoffe halt nur, dass wir endlich dann auch irgendwann das Feld da mal zu 100% bekommen. Oder schauen wir mal. So. Also, ihr Lieben, ja, wisst ihr jetzt Bescheid, wie es mit LS da in der Hinsicht weitergeht, mit dem Community-Server, weiß ich jetzt noch nicht so wirklich. Aber das möchte ich dann mir noch in der nächsten Folge dann die Option mal freihalten, mir ein bisschen Gedanken zu machen. Und ja, habt noch einen schönen Tag, lasst euch nicht ärgern und wir sehen uns dann zur nächsten Folge wieder. Bis dahin, ciao, ciao.